Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Wir haben diesen Antrag eingebracht, weil es im Bereich der Schulbücher, bei deren Auflage, bei deren Erscheinen, bei deren Erstellung immer wieder zu einer einseitigen politischen Indoktrination kommt. Und dabei sind gerade Schulbücher ein Bereich, der mit absoluter Sensibilität, mit Vorsicht, mit Achtsamkeit behandelt werden muss. Und wir fordern hier einfach transparent sein. Ich darf hier auch an einem Beispiel ausführen, wo hier genau Dinge passieren, die einfach aus unserer Sicht nicht in Ordnung sind und die unseren Kindern nicht zugemutet werden dürfen. Ich zitiere aus einem Schulbuch der 3. Klasse Neue Mittelschule, da heißt es unter anderem: In vielen Staaten Europas gewinnen nationalistische Gruppierungen und Parteien an Bedeutung. Das bringt eine Gefahr für die Demokratie mit sich, weil sich Nationalismus gegen die politische und gesellschaftliche Teilnahme von nationalen Minderheiten richtet. Nationalistinnen und Nationalisten verwenden in politischen Debatten oft den Begriff Heimat. Wer also den Begriff Heimat, Hohes Haus, verwendet, wer davon spricht, stellt eine Gefahr für die Demokratie dar. Genau das wird unseren Kindern impliziert. Und hier, da spare ich mir jeden weiteren Kommentar, weil hier mit Brachialgewalt versucht wird, unseren Kindern hier Bilder in die Köpfe zu hämmern, die einfach nicht real sind, die nicht die Fake News im heutigen Zeitalter gesprochen darstellen. Wir alle verwenden in der politischen Diskussion, im politischen Diskurs im Übrigen den Begriff der Heimat. Keine Partei ist hier ausgenommen, das nicht irgendwann auch mal auf einem Wahlplakat plakatiert zu haben. Und daher wollen wir und fordern wir in diesem Bereich einfach Transparenz ein. Wir wollen nicht mitreden, sondern wir wollen nur, dass hier für alle Bürger, die Fehlentwicklungen aufzeigen, im Nachhinein ersichtlich ist und ersichtlich wird, wer dafür verantwortlich ist, dass also hier solche Schulbücher sozusagen auf den Markt kommen. Und das ist schlicht und einfach die Transparenz, die wir einfordern. Dass es ein Problem in diesem Bereich der Schulbücher gibt, das bestätigt uns mittlerweile auch das Land Oberösterreich. Der Oberösterreichische Landtag hat in einer Resolution einstimmig beschlossen, dass man hier, wo die Bundesregierung aufgefordert wird, hier Maßnahmen zu setzen und eine hohe Sensibilität eingefordert wird. Der Begriff Heimat, Hohes Haus öffnet kein böses Framingfenster. Für die einen ist Heimat dort, wo sie geboren wurden, für die anderen ist Heimat dort, wo sie wohnen, für die anderen ist Heimat dort, wo ihre Freunde sind, dort, wo sie sich geborgen fühlen, für die anderen ist Heimat dort, wo sie leben und lieben. Hohes Haus, Heimat ist etwas Gutes, Heimat ist etwas Edles und Heimat ist etwas Schönes. Hermann Brückel von der FPÖ fordert Transparenz bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien, also wer für die Konzeption von Schulbüchern verantwortlich ist.